Hello guys, they just let me know that we have the Misano track next weekend all to ourselves. We are going to race with the Air Ones. Bye! Und damit herzlich willkommen zurück zu Valentino Rossi, dem Spiel. Wir legen mit der Karriere los, beziehungsweise fahren wir weiter und gehen zunächst zum Kalender. Jo, San Marino ist, nee Moment, Misano ist die nächste Station. Die Strecke Misano in San Marino, okay, Moment, das ist aber nicht dieselbe Strecke wie Imola. Ja, habe ich gut ausgemacht, okay. Fahren wir mit dem Yamaha R1, das wird ein ziemlich lustiges Ding sein. So, Moment, wir schauen mal, Länge, 35%, wir machen es mal kürzer. Oder wir fahren heute einfach dieses gesamte Event. Das streicht mir natürlich so ein bisschen durch meine Planung, dass ich eigentlich überlegt hatte, jede Woche jeweils ein Event immer hochzuladen. Also immer Qualifying und Rennen. Da muss ich mir jetzt Gedanken machen, wie ich das jetzt entsprechend machen würde. Habe ich jetzt 3 Runden oder 9 Runden drin? Ich weiß es nicht genau. Okay, gut, dann muss ich mal schauen, wie ich das einteile. Insgesamt will ich nämlich jeweils 2 Wochen, 2 Folgen pro Woche zur Karriere machen und 2 Wochen, 2 Folgen pro Woche, meine Güte, was ist denn heute los, zum MotoGP. Okay, jetzt sind wir erstmal hier und schauen mal, dass wir hier wenigstens einigermaßen zurechtkommen. Also zur Strecke, let's go. As you know, us riders cannot train on the team's motorbikes. We decided to use Yamaha R1Ms at the academy to work on the track riding. This motorbike is a little less powerful than a MotoGP, but with the right mapping and the slick tires, it's great to practice with. Even if these races are useful for improving your riding skills, you can be sure that everyone will do their best to stay ahead of you. You have to give your best to win. Okay, let's do it. Ich muss dazu sagen, dass ich die Strecke jetzt nicht kenne. Das heißt, ich werde gerade in das kalte Wasser geworfen. Ich dachte San Marino gut, das wird die Strecke in Imola wahrscheinlich sein. Falsch gedacht. Na. Okay, jetzt kriegen wir vielleicht die 2. Runde mal einigermaßen gut hin. Probieren wir es mal. Na, auch noch nicht so gut. Okay, machen wir es so. Wir machen heute das Yamaha R1 Event. Und dann schauen wir uns morgen entsprechend Argentinien an. Übermorgen gibt es dann das Rennen zu Argentinien. Aber dann machen wir es halt so, dass wir entsprechend einmal quasi in jede Trainingssache reingeschaut haben. Und dann würde ich das den Rest mal offscreen machen, weil, ja, weiß nicht, es ist halt so ein bisschen was drumherum. Ich finde es nett, dass es eingebaut wurde, aber ich bin jetzt nicht unbedingt der Meinung, dass es notwendig gewesen wäre.
weiß nicht. Ich finde, da hätte man so ein bisschen mehr den Fokus auch auf das Renngeschehen an sich legen können. Auf so kleinere Feinheiten. Uiuiui, 4 Sekunden im zweiten Sektor verbessert. Ja, ich hatte da einen Sturz, glaube ich, beim letzten Mal. Zum Beispiel, dass man da die Zeit, also ich hatte das ja mit der verbleibenden Zeit angesprochen, dass da, ja, da muss ich einfach nur, glaube ich, kurz vom Gas gehen und lenken. Ich hatte das ja mal angesprochen mit der verbleibenden Zeit und ich finde, das Spiel hat so ein paar Ecken und Kanten auf jeden Fall, wo es dran arbeiten kann und da finde ich es irgendwie ein bisschen, weiß nicht, es wirkt deplatziert, wenn man diese ganze Drivers Academy hat und wenn der Sport an sich nicht ganz so im Fokus steht, wie er meiner Meinung nach stehen sollte. Okay, wir sind gar nicht mal so viel langsamer als der Kollege vor uns. Da fehlt eine Sekunde und ich meine, wir haben offensichtliche Fehler gemacht. Bereits im ersten Abschnitt. Da sind wir jetzt schon schneller als die KI. Aber da ist jetzt Marini auf P1. Ich finde es, wie gesagt, ganz nett mit der Abwechslung, aber ich hätte es so gemacht, dass man eventuell, ja, die Nachwuchsserien und entsprechend die MotoGP hat und da den Fokus drauf legt. Das fände ich übrigens auch in der Formel 1 echt cool, wenn die da die Lizenz hätten, direkt die Moto, nicht MotoGP, ja, das auch, die MotoGP in Formel 1 Spiel einbauen, wäre gar nicht schlecht. Nee, aber wenn die GP2 Engine noch nutzen könnten, nicht GP2 Engine, sondern dass die GP2 Fahrzeuge, ihr wisst schon, was ich meine, nutzen könnten, das wäre ziemlich, ziemlich cool. Wir spielen übrigens immer noch auf schwerem Schwierigkeitsgrad. Das heißt, dass ich hier die Bestzeit habe, grenzt so ein bisschen an Wunder. Vor allem mit der Differenz zum zweiten. Das spricht schon mal ein bisschen für Misano, also für unsere Leistung in Misano. Die hoffentlich dann auch genauso kommen wird. Vielleicht holen wir da die Pole, vielleicht holen wir da den Rennsieg. Das wäre natürlich klasse. Gut, aber da würde ich sagen, fahren wir nochmal die Runde zu Ende und dann springen wir direkt mal ins Qualifying. Und wenn wir jetzt nochmal eine genauso gute Runde hinlegen, dann zählt die auch wenigstens fürs Quali. Ist ja immer wieder ärgerlich, wenn man dann im Qualifying die Zeiten nicht fährt, die man im Training gefahren ist. Vor allem hier, in dem Fall, könnte es einen echt ärgern, weil das eine scheinbar sehr schnelle Zeit ist. Ich habe jetzt keine Referenzwerte von der Yamaha R1. Die Dinger lassen sich aber auf jeden Fall recht einfach fahren, also fast noch leichter als die Moto3 Dinger. Aber ansonsten, ganz kurz nochmal zum Uploadplan. Ich versuche ihn einzuhalten. Wie gesagt, ich bin in der Prüfungsphase, das hatte ich auch mal kurz gesagt, aber ist vielleicht nicht zu jedem durchgedrungen. Nur eine Zehntel langsamer mit Strafe, das ist gut. Ich bin ja aktuell in der Prüfungsphase, das heißt, ich muss dann auch so ein bisschen schauen, dass ich natürlich meine Klausuren gut geschrieben bekomme. Und, oh, Rossi, eine Zehntel dran, aber der Rest ist ein bisschen weiter entfernt. Ich muss schauen, dass ich, boah, das war nochmal knapp am Ende, 35.000stel, dass ich meine Klausuren gut geschrieben bekomme, deswegen kann ich nichts garantieren, gebe aber natürlich mein Bestes, wie gesagt. Ich werde da versuchen, dass ich da entsprechend, Moment, wie sieht mein Uploadplan im Moment aus? Ich glaube, Dienstag und Mittwoch werde ich versuchen,
MotoGP hochzuladen. Jetzt hat es sich um einen Tag verschoben, weil sich die MotoGP um einen Tag verschoben hatte. Also die Karriere kommt Dienstag und Mittwoch. Samstag, Sonntag soll dann entsprechend immer die MotoGP-Saison kommen. Und bei der Saison gucke ich mal, ob ich da jetzt für den Moment weiterfahre. Denn ich habe ja gesagt, dass ich vielleicht die Karriere fortsetzen werde erstmal, wenn ich in der MotoGP nicht mithalten kann. Auch im dritten Rennen dann. Das zweite Rennen sah schon besser aus. Da waren die Reifen das Problem. Nee, aber das mal kurz zum Uploadplan. Also, na, uiuiui, da gab es direkt eine Sekunde Strafe. Eieiei. Ja gut, das ist jetzt aber nicht so nett, ne? Eine Sache nochmal kurz, wie ich das aufnehmen werde. Das ist auch eine interessante Sache. Ich habe mir nämlich gedacht, okay, im Moment sind wir halt jetzt mit der MotoGP immer, dadurch, dass ich in Losail das Rennen wiederholt habe, mit der Moto3, also durch den Karriere-Neustart quasi, durch den Reset, sind wir immer in der MotoGP-Saison quasi paar Tage früher dran als in der Moto3. Dann habe ich mir einfach gedacht, ich nehme erst die Moto3-Rennen auf und dann die MotoGP-Rennen. Das heißt, ich werde, selbst wenn das MotoGP-Rennen früher kommt, das wird später aufgenommen, weil ich mich dann mit dem Moto3-Teil ein bisschen besser einfahren kann. Die sind ja leichter zu fahren. Und dann kann ich entsprechend mit den MotoGP-Motorrädern die Rennen nochmal fahren und dann richtig, richtig schnell sein. Hoffentlich. Natürlich muss man da die Bremspunkte anpassen und so, aber ich glaube, erstmal ein Gefühl für die Strecke zu bekommen, ist das Wichtigste. So. Ohne die eine Sekunde wäre auch das eine 1.39er Zeit gewesen. Kann mal Valentino Rossi bitte jemand die blauen Flaggen zeigen? Der irritiert mich gerade sehr stark. Ja. 6 Zehntel langsamer. Also wenn da die Strafe schon inbegriffen ist von der letzten Runde, dann bin ich hier gerade langsam. Ich glaube, die Strecke in Imola, um nochmal kurz auf das Thema San Marino zurückzukommen, die gibt es hier, glaube ich, gar nicht mal. Schade, denn Imola ist eine meiner absoluten Lieblingsstrecken. Kann auch sein, dass ich das gerade verdrängt habe, dass es die Strecke hier gerade gibt. Okay, ich lasse jetzt ein bisschen Abstand. Können wir die nächste Runde ohne Valentino Rossi vor der Nase fahren. Obwohl ich so viel Zeit quasi liegen lassen habe im letzten Sektor, nur eine Sekunde. Also kann sein, dass die Strafe am Ende drauf gerechnet wird. In der Runde habe ich die Kurve jetzt nicht so gut hinbekommen wie in der letzten. Dafür hier die Passage wesentlich besser gekriegt. So, hier ein bisschen nach außen tragen lassen. Die Strecke ist recht eingängig, muss ich sagen. Also auch wenn ich die Streckenführung noch nicht auswendig kenne, fühlt sich gut an. So, jetzt eine dreifach rechts. Ah, nee, doch nicht. Ja, das meine ich.
Erstmal eine Doppelrechts. So, jetzt kommt, glaube ich, die Dreifachrechts. Genau, und dann kommen zwei Linkskurven und dann sind wir auf Startziel. Ja, da darf ich nicht aufhören, mich reinzulehnen. Das kostet mich gerade ein bisschen Zeit. Ja, am Ende so ein bisschen Schlittern gehabt, aber es sieht gut aus. 1:39,2, damit die schnellste Zeit gefahren, die wir bis jetzt hier hätten aufstellen können. Haben aufstellen können. Wir sind zu weit rausgekommen. Und hier auch so ein kleines bisschen. Ja, jetzt treibe ich es natürlich so ein bisschen an die Spitze, auf die Spitze. Und probiere hier alles rauszuholen. Eieiei. Das war okay, aber das war... Also es war ziemlich schnell, es sah unästhetisch aus. Aber ja, hier sehen wir es. Das ist die Bestätigung. Obwohl ich es am Anfang so ein bisschen vermasselt habe. Boah, und das war eigentlich auch super schnell. Da hat sich, glaube ich, auch Valentino so ein bisschen gerade gefragt, wo ich plötzlich herkomme. Das könnte eine Zeit... Ah, da habe ich mal ganz laut... Ich sehe... Uiuiuiui, 1:38,2. Ich sehe gerade... bei meinem Mikro die Pegel und da habe ich gerade extrem laut auf die Dreieckstaste gedrückt auf dem Controller. Passiert. Yo, Session-Information. Ich würde sagen, wir überspringen mal so ein bisschen. Da haben einige bis jetzt keine Zeit gesetzt. Eieiei. Also so nach 10 Minuten im Quali. Na, mal schauen. Also ich lasse es mit Absicht gerade runterlaufen. Ich weiß, ich kann auch direkt die Session überspringen, aber mich interessiert das. Ja, kommt keiner dran. Also, das ist auf jeden Fall... Moment, habe ich das wirklich auf schwer? Ich weiß es gerade gar nicht. Wir müssen das gleich mal nach dem Rennen checken. Aber erstmal wird das Rennen gefahren und ich hoffe... Ja, wobei, wenn ich eine lange Renndistanz habe, im Moment scheinen wir doch ein bisschen zu stark zu sein tatsächlich für die Gegner. Also drei Runden würden es auch bringen. Ansonsten wird es so ein bisschen wie San Marino, dass wir halt vorne ja, rumcruisen und da hinten gurken die anderen rum. Habe ich jetzt nichts groß gegen, aber ist halt nicht so spannend anzuschauen, ne? Okay, auf geht's. Zur Strecke. Zur Strecke bringen. Okay, der Startplatz bringt gar nicht mal so viel, tatsächlich. Boah, das war ein super Start. Das war manuell gestartet. Das kann man nochmal tatsächlich im Replay sehen. Eieiei. Och, komm. Ja, fahr mir doch voll aufs Hinterrad. Ja, das meine ich. Also irgendjemand meinte mal, die KI würde auf einen reagieren, wenn man sie nur in, wenn man nur im Sichtfeld von ihr ist. Und sie reagiert auch nicht aufeinander scheinbar, wenn man da gerade schaut, was hinter mir passiert ist. Also manchmal haben die echt so krasse Richtungswechsel. Ich frage mich, wie die das machen. Vielleicht nutzen die einen anderen Controller. Oh, ja, und wenn ich mal jemandem hinten reinfahre, dann plötzlich, genau, Crash. Tut mir leid, mein Lieber. Also, wirklich, die KI, die ist schon arschig.
Also, das will ich mal genauso sagen. Die macht einem das Racen hier aber auch echt nicht angenehm. Gut, ich krieg jetzt 1,5 Sekunden Strafe obendrauf gerechnet am Ende des Rennens. Einfach auch, weil ich nicht richtig in den Rhythmus gekommen bin, weil ich die ganze Zeit halt entweder mal selbst abgeschossen habe oder abgeschossen wurde. Das war blöd, ja. Ich dachte, das wäre nur die eine Rechtskurve. So, ein bisschen weit rausgekommen. Ja, 2 Sekunden Rückstand. Erstmal aufschließen hier. Sehr spät auf der Bremse. Ich glaube, das kostet mich ordentlich Vorderreifen. Das bringt auch Zeit. So, jetzt mal kurz nur das Gas lupfen. Ja, ein bisschen weit rausgekommen. Aber ich habe auch spät gelenkt. Aber ihr seht, man kommt auch ohne groß zu bremsen dadurch. Bin mir sicher, wenn man die gekoppelten Bremsen abstellt, dann ist man hier deutlich besser unterwegs. Uiuiui, da kann man viel feiner arbeiten, aber... Wie gesagt, im Moment herrscht bei mir ein bisschen Zeitknappheit. Ich werde mich dem widmen, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe. So, 1:39,6, damit die absolute Bestzeit hier gerade des Rennens gefahren. Und siehe da, unser Vorderreifen sieht besser aus von seinem aktuellen Zustand als der Hinterreifen. Die KI, die lenkt aber auch echt früh ein. Also ich habe es jetzt gerade auch probiert, so ein bisschen nach Gefühl, weil ich halt das Gefühl habe, dass die den Richtungswechsel viel schneller hinbekommen. Kann natürlich auch mit dem Setup zusammenhängen, wobei ich glaube, die KI wird da nicht so große Änderungen gemacht haben. Oder halt einfach mit der Fahrerfähigkeit. Es kann natürlich auch sein, dass die Fahrer einfach viel... Oh oh. Dass die Fahrer einfach viel wendiger sind. Ich glaube, daran könnte es eher liegen. Ja, ich denke schon. Riskant. Riskant, aber vorbei. Beim Rausbeschleunigen 2 gekriegt. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir hier 9 Runden hatten. Das wird doch wieder ganz interessant. Ja, so ungefähr, kann ich mir vorstellen, läuft es auch in der Moto 3 dann hier. In der Moto GP vielleicht ein bisschen schlechter. Och Mist. Ja, ich glaube, da habe ich ihn kurz berührt. Oh Mann, 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 wie ärgerlich. Der zweite Sturz hier jetzt. Okay, komm, jetzt gehen wir aber richtig schnell vorbei an allen. Ich weiß, das sind so die Momente, wo man dann am ehesten es sich vergeigt, weil man ja dann ein bisschen... selbstmörderisch fahren will, aber ich glaube, das geht gut.
So, die Fahrer vor uns, die kämpfen gerade um Positionen. 3 oder 4 Seite an Seite. So, jetzt fahre ich mal genau so raudihaft wie die KI. Der schaut nach hinten, während er ja mir fast in die Kiste wieder gefahren wäre. Das sah jetzt ganz gut aus. 1,4 Sekunden Rückstand zu P8. Immerhin, wir sehen hier richtig viel Action. Oh! Spät gebremst. Das war ein bisschen zu spät, glaube ich. Ja, aber wir sehen Action. Wir sehen viele Überholmanöver. Wir sehen ein paar Fehler von mir. Teilweise mehr Fehler als Überholmanöver, aber darf ja auch mal sein. Okay, let's do it. Rechtskurve, Zeit aufholen. Na, doch nicht so Zeit aufgeholt. Und hier holen wir doch Zeit auf jetzt. Also wenn man die Strecke nicht verlässt und wieder aufpassen muss, dann kann man hier auch durchaus Zeit gut machen. So, nächstes Überholmanöver. Viel bessere Traktion, schneller rausgekommen. Aber ich muss sagen, die Teile lassen sich echt gut steuern. Mittlerweile 1.38.0 hier, was wir fahren. Das ist schon krass. Eine etwas andere Linie, so dass ich früher raus beschleunigen konnte. So, ein bisschen später verzögern. Es war viel zu spät. Ach, das gibt's doch nicht. Ach, Mann. Das ist so ärgerlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, an manchen Spots darf ich einfach nicht versuchen zu überholen. So, hier Vietti, ich schubst dich mal ein bisschen an. Ich schieb dich an Foggia vorbei. Oder Foggia. So, jetzt aber. 3 Runden haben wir noch und ich versuche mal in diesen 3 Runden nicht zu crashen. Dadurch könnte ich, denke ich mal, auch mit Strafe in die Top 5 kommen. Die 4 Motorräder, die vor uns sind, also das eine da und die Dreiergruppe. Moment, da war doch gerade eine Dreiergruppe. Ist es jetzt eine Zweiergruppe? Das erkennt man manchmal nicht so gut. Nee, es ist immer noch eine Dreiergruppe. Die können wir kriegen und die führenden 4 Motorräder sind auch nicht so weit entfernt. Das heißt, wir haben eigentlich eine ganz gute Chance. So, hier bremse ich mal lieber ein bisschen früher als spät. Aber man sieht, wenn ich da entsprechend mich ein bisschen reintragen lasse, nachdem ich schon ein bisschen gebremst habe, dann sieht das auch ganz gut aus. Also man muss nicht auf letzter Rille immer bremsen, sondern man kann tatsächlich bremsen
sich ein bisschen reintragen lassen in die Kurve und dann wieder bremsen. Funktioniert auch ganz gut. Okay, P8 im Moment. Und ich glaube, auch mit Strafe wären wir momentan 9. zumindest. Ganz knapp aber vielleicht noch 8. Ja. Das können wir uns zumindest jetzt in den nächsten 1-2 Sektoren rausfahren, denke ich. Ich bin da ein bisschen immer zu früh auf dem Gaspedal, wollte ich sagen, aber ich beschleunige da zu früh. Okay, jetzt sind wir auf jeden Fall auf P8, auch mit Strafe, sicher. Aber hey, das, was ich positiv hier rausnehme, ist gerade, dass die Pace einfach super ist. Die ist brillant. Man kann es sicher nicht 1:1 übertragen auf Moto3 Geschosse. Und erst recht nicht auf die MotoGP-Dinger. Aber die Strecke gefällt mir. Die macht Spaß. Ich bin mir sicher, die Ideallinie würde mir in einigen Punkten, wie ich sie fahre, widersprechen. Tut sie in F1 auch, die eigentliche Ideallinie. Trotzdem funktioniert es immer wieder. So ein Spiel hat ja auch eine eigene Physik, eine eigene Engine und deswegen... Oh, da ist jemand weit draußen. Und deswegen kann man da Sachen machen, die man in echt vielleicht nicht könnte. Rossi ist lediglich 4., also auf der Strecke können wir ihn noch überholen. Im Gesamtklassement dann eher nicht, aber auf der Strecke. Habe ich ihm kaum Platz gelassen. Ja, und am Ende habe ich noch mal die Keule rausgeholt. Das ist P2. Durch die Strafe fallen wir auf P5, schätze ich mal, zurück. Aber es ist auf jeden Fall ein super spannendes Rennen gewesen. Also, ich fand's geil. War lustig. So, und jetzt gucken wir mal, wo sind wir? Wo sind wir? Auf P3. Um 400stel Sekunden. Alter Verwalter, ey. Und sogar Valentino Rossi ist da noch hinter uns. Um 600stel Sekunden. Knappe Sache. Wir sind noch auf dem Podium jetzt gelandet. Ja, sehr schön. Ja, ich habe da natürlich hin und wieder ein bisschen die Keule ausgepackt. Aber es ist Training. Und Training muss hart sein manchmal, damit man dazu lernt. Jetzt gucken wir nochmal, was der Valentino zu sagen hat. Ich glaube, danach geht's weiter mit den Rennen in Argentinien. Wie gesagt, morgen und übermorgen entsprechend. Quali und Rennen. Und ab kommender Woche zweimal die Woche. Und dann, was habe ich gesagt? Dienstag und Mittwoch wahrscheinlich. Oder
Ich guck nochmal. Also, keine Ahnung. Ich muss mal schauen, wie ich's mache und, jo. Dann bedanke ich mich fürs Einschalten. Beim nächsten Mal kläre ich das vielleicht mit dem Uploadplan. Ich hab's jetzt nicht genau im Kopf. Jo, ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Wenn es euch gefallen hat und ihr weiter Valentino Rossi sehen wollt und das Projekt supporten wollt, dann Daumen nach oben, würde mir sehr helfen, würde mich auch sehr freuen und motivieren, hier entsprechend weiter oder anzufangen, gute Positionen zu holen. Haut rein!